Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch die Haltung von Haien im Aquarium erläutern. Am besten lassen sich der Korallenkatzenhai und der braungebänderte Bambushai pflegen. Bei diesen Arten ist sogar eine Haltung in einem Heimaquarium möglich, da es nicht wie andere Haie große Aquarien braucht. Der Korallenkatzenhai wird bis zu 60 cm groß, dementsprechend benötigt er ein Aquarium mit mindestens 5000 Liter. Da er sehr viel frisst, benötigt er einen sehr guten Abschäumer. Wie man es kennt, fressen die meisten Haie Fische. Deswegen sollte der Hai nicht mit zu kleinen Fischen gehalten werden, da es sonst nicht gut ausgehen kann. Das gleiche gilt übrigens auch für Wirbellose. Beim Füttern ist darauf zu achten, dass sie mit ihrem Futter Jod verabreicht bekommen. Falls das nicht geschieht, erhöht sich das Risiko auf eine Kropfbildung. Sie fressen Fischbrut, Futtergarnelen, Garnelen, kleine Fische, Krabben, Muschelfleisch, Stinte, Tintenfische, Sepien, Kraken und Kalmare. Der braungebänderte Bambushai wird bis zu 105 cm lang und benötigt ein 2500 Liter Aquarium. Ebenfalls muss ein guter Abschäumer vorhanden sein. Der Bambushai frisst vor allem Wirbellose, also sollte man auf diese im Becken verzichten. Wieder ist auf eine Jodzufuhr zu achten. Er frisst Garnelen, Krabben, Muschelfleisch, Tintenfische, Sepien, Kraken und Kalmare. Man kann sich Haie für das Aquarium auf zwei Weisen kaufen. Entweder man kauft sich einen vollkörperlich ausgebildeten Hai oder man kauft sich ein Hai-Ei. Beim Kauf eines Hai-Eies spart man sich meistens nicht nur viel Geld, sondern man kann auch den interessanten Vorgang miterleben.